Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Präsidentin, es gibt in Nordrhein-Westfalen über 100 Tierheime in unterschiedlicher Trägerschaft. Ihre Aufgaben, Frau Ministerin, wollen Sie zuhören? Ist ja immerhin auch Ihr Bereich. Dankeschön. Ihre Aufgaben bestehen in der Betreuung und Unterbringung von Fund- und Abgabetieren sowie von behördlich beschlagnahmten Tieren, meist Hunde, Katzen oder Kleintiere, aber auch Vögel und Reptilien. Tierheime nehmen damit eine wichtige Aufgabe der Kommune wahr. Das ist praktischer Tierschutz in Deutschland. Damit das so bleibt, dürfen Tierheime nicht mehr als eine Schutzgebühr für die Abgabe von Tieren an ihre neuen Besitzer nehmen. Tierheime dürfen nicht einfach aus Gewinnabsicht handeln. Andernfalls wird aus dem Leid der Tiere ein lukratives Geschäft, wie man es beispielsweise in Rumänien sieht. Dort ist man schon seit Jahrzehnten nicht mehr in der Lage, das Problem von streunenden Tieren in den Griff zu bekommen. Aus diesem Grund sind Tierheime auf die finanzielle Unterstützung von außerhalb angewiesen, meist durch Kommunen und Spenden. Angesichts der angespannten wirtschaftlichen Lage und beruflicher Zukunftsängste sinkt jedoch die Spendenbereitschaft in ihrer Corona-Pandemie. Und somit geraten die Tierheime in erhebliche finanzielle Schwierigkeiten. Der Präsident des Deutschen Tierschutzbundes merkt am Anfang des Jahres an, dass die vereinseigenen Tierheime etwa 60 Millionen Euro Corona-bedingte Mindereinnahmen verkraften müssen. Was im Dezember noch an Hilfen durch den Haushaltsausschuss des Bundestages beschlossen wurde, ist angesichts der Finanzlage also nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und hier muss das Land NRW jetzt mit Begleitmaßnahmen nachlegen, gerade im von Ihnen allen gewollten zweiten und maßlosen Lockdown. Zum ersten Lockdown gab es noch eine NRW-Futterkostenförderung von 2000 Euro pro gemeinnütziger Einrichtung. Und so eine Futterkostenförderung wollen wir auch im zweiten von ihm gewollten Lockdown. Es ist wieder Zeit vergangen und die Heimtiere hören im zweiten Lockdown auch nicht mit dem Fressen auf. Die Soforthilfe kann direkt auf 6.000 Euro pro gemeinnütziger Einrichtung erhöht werden. Im Falle einer Überkompensation ist die Billigkeitsleistung sowieso zurückzuzahlen. Wir sehen daher keinen Grund, über die Höhe der Soforthilfe zu streiten. Wir gehen davon aus, dass die Mitarbeiter im Ministerium kompetent genug sind, um eine weitere Billigkeitsleistung zur finanziellen Unterstützung der Tierheime ohne Beanstandung und unter Berücksichtigung von bisher gezahlten Hilfen ausarbeiten können. Wie viel im ersten Lockdown tatsächlich beantragt und ausgezahlt wurde, das werden die Zahlen zeigen. Was für uns von politischer Bedeutung ist, ist es den Tierheimen auch im zweiten Lockdown finanziell zur Seite zu stehen. Die ersten Hilfen, und das muss noch in Erinnerung gerufen werden, konnten nur bis zum 15. Mai 2020 beantragt werden. Von der Verkündigung bis zur Antragsfrist hat Frau Ministerin Hein-Esser den Tierheimen also nur einen Monat Zeit gegeben. Das ist so, das können Sie nachlesen. Mehr Zeit hätte aber dabei helfen können, die Nachfrage nach den Finanzmitteln zu erhöhen. Und heute haben wir den 27. Januar 2021 und es sind über 8 Monate seit der letzten Hilfe vergangen. In 8 Monaten ist in NRW viel passiert, was unser Land unfreier, kälter und ärmer gemacht hat. Und was wir von der Umweltschutzministerin, Frau Hein-Esser, wollen, ist ganz einfach. Sie sollen die Tierheime jetzt stärker unterstützen. Das ist direkter und tatsächlicher Tierschutz. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Dr. Blecks.